Hey, ich bin Nils von Keep It Grün und heute möchte ich dir zeigen, wie du so eine Steinpyramide auch in deinem Garten bauen kannst und was für Vorteile sie für deine Pflanzen und für die Insekten in deinem Garten bereithält. Los geht's! Doch zunächst möchte ich euch erklären, warum so eine Steinpyramide in keinem Garten fehlen darf. So eine Steinpyramide bietet nämlich ein wichtiges Habitat und einen Lebensraum für viele Insekten, die in deinem Garten leben können. Und das ist ganz wichtig, denn wir versuchen in unserem Garten so viele verschiedene Insekten wie möglich zu beheimaten, damit wir zum Beispiel, wenn ein Schädling unsere Ernte in unserem Gemüsegarten bedroht, wir auch einen Nützling direkt in der Umgebung haben, der diesen Schädling bekämpft oder auffrisst. Und die Steinpyramide bietet diesen Insekten einen Lebensraum und eine Überwinterungsmöglichkeit für das nächste Jahr. Ein weiterer Vorteil dieser Steinpyramide ist, dass sie aus großen Steinen bestehen kann, die, wenn sie in der Sonne stehen, die Sonnenenergie aufnehmen und die Wärme für viele Stunden bis über die Nacht hinweg speichern. Damit haben wir eine Sonnenfalle geschaffen, die die Wärmeenergie auch in der Nacht abstrahlt und dafür sorgt, dass deine Pflanzen länger und besser wachsen können. Als allererstes brauchen wir den geeigneten Standort. Und hier hilft es, sich nach der Sonne zu orientieren. Am besten richten wir das Ganze nach Süden aus. Hier unten haben wir schon eine Brandmarkierung, wo die Sonne die Erde nämlich besonders stark ausgetrocknet hat. Das ist meist nach Süden hin. Und wir haben uns für diesen Standort hier entschieden. Das heißt, wir schneiden jetzt gleich einen kleinen Bereich hier frei und setzen dann die Steinpyramide Schritt für Schritt auf. Für die Steinpyramide brauchen wir vor allem eins: Steine. Wir haben Steine recycelt, zum Beispiel von alten Mauern, die abgebrochen wurden, oder Steine, die übrig geblieben sind beim Bau eines Gartens. Man kann jedoch auch andere Steine nehmen, zum Beispiel Ziegel, wenn man keine, Bruchsteine, wie diese hier zur Verfügung hat. Das funktioniert alles wunderbar. Als nächstes brauchen wir Lehm. Denn die kleinen Insekten, die können nicht nur in Steinen leben, sondern die brauchen auch irgendetwas, womit sie ihre Bauten zum Beispiel zubauen können. Und diesen Lehm können wir einfach zwischen die Steine quetschen und dann haben die Insekten alles, was sie brauchen. So, wir haben jetzt hier ein bisschen freigeschnitten, denn nur dann kann die Steinpyramide ihr volles Potenzial entfalten. Sie brauchen nämlich Zugang zur Sonne. Und deswegen können wir jetzt loslegen. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Wir haben einen freien Platz, wir haben genügend Steine und wir haben aufgeweichten Lehm. Das Allerwichtigste, was wir jetzt machen können, ist mit den großen Steinen zuerst anfangen und dann können wir die Pyramide zimmern. Bei dem Stapeln ist es natürlich wichtig, die Steine so eng wie es geht zueinander zu legen. Es ist aber auch überhaupt nicht schlimm, wenn da viele Zentimeter Spalten zwischen sind, weil wir den Lehm haben, den wir überall zwischenquetschen können. Jetzt schichten wir nach und nach Steine um Steine aufeinander. Was dabei hilfreich ist, wenn man in der Mitte eine Vertiefung freilässt, dann fallen die Steine so von außen hinein und stehen stabiler. Und dann nach jeder Schicht Steine schlagen wir eine Schicht Lehm obendrauf. Wenn du noch einmal ganz genau nachlesen möchtest, wie man jetzt aus solchen Steinen eine Steinpyramide aufbauen kann, dann schau doch in unserem Ratgeberartikel vorbei, den haben wir dir hier oben links verlinkt. In der Zwischenzeit schauen wir uns mal eins von unseren anderen Projekten an. Wir haben nämlich einen Versuch gestartet. Diese beiden Tomatenpflanzen haben wir gepflanzt und wir haben eine Sache anders gemacht. Könnt ihr erraten, worum es sich wahrscheinlich handeln wird? Die linke Pflanze haben wir mit unserem Naturdünger aus Schafwolle und Pflanzenkohle gedüngt. Und das Ergebnis kann man hier sehen. Die Pflanze ist größer, hat mehr Früchte und eine gesündere Farbe. Wenn du auch deine Tomatenpflanze mit diesem Naturdünger düngen möchtest und uns unterstützen möchtest, schau gerne in unserem Shop vorbei. Da haben wir die Pellets immer vorrätig.
So, die Steinpyramide ist fertig. Wie man sehen kann, haben wir versucht, die Steine so eng wie möglich auch noch außen an die Steinpyramide anzuschmiegen. Den letzten Schritt, den man jetzt noch machen kann, wenn man noch etwas von dem Lehm übrig hat, ist, dass man einfach außenrum den Lehm verteilt und alle groben Löcher mit dem Lehm vollstopft. Das ist für die Insekten gut, denn die können sich daran bedienen. So, unsere Steinpyramide steht, unsere Insekten sind bereit einzuziehen, aber ihnen fehlt natürlich noch etwas. Insekten, wie alle Lebewesen, brauchen Wasser. Und wie wir unseren Insekten, unseren Nützlingen im Garten, am besten Wasser bereitstellen, das klären wir in der nächsten Folge von unserer Serie zum Thema Naturnahes Gärten, Biodiversität im Garten steigern. Wenn ihr euch die Wartezeit bis dahin mit ein paar weiteren Do-It-Yourself-Videos versüßen möchtet, haben wir hier eine Playlist für euch vorbereitet. Wenn ihr noch einmal Schritt für Schritt nachlesen möchtet, wie wir genau diese Steinpyramide aufgebaut haben, haben wir hier einen Ratgeber für euch. Und ganz wichtig natürlich, wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr den Kanal abonnieren, darüber freuen wir uns sehr, und das kleine Glöckchen aktivieren, dann werdet ihr über neue Videos benachrichtigt.